begrüße euch total recht herzlich. Und jeder von euch, der sowas macht, Videos, egal in welcher Art, egal in welcher Form und egal warum, kann in den Fokus der Berühmtheit rücken. Aber meistens in den Fokus derer, die solche Videos angreifen, die sich solche Videos runterladen, solche Videos dann verfremden und auf den Weg bringen für sich. Ist so. Willkommen im Club. So, meiner einer macht es ja und er steht auch dazu. Und wenn ihm das passiert, wie euch es passiert, dass solche Videos entnommen werden, dass die Person dann verunglimpft wird, ich spreche jetzt mal vorsichtig. Wir leben in einer Zeit, wo die Jugend etwas verroht ist und wo die Welt überhaupt verroht ist. Was meine ich mit Verrohung? Verrohung meine ich, dass wir nicht mehr unterscheiden über Realität, Fiktionalität und Spaß. Der Spaß wurde uns ja mit dieser Tüte genommen. Wenn ich heute wieder Pech habe, kommt wieder einer rein, dieser Querdenkenden. Und dieser Querdenkende habt ihr ja schon mal im Video. Ich habe also mal zugelassen, dass auch Querdenkende von meiner Kamera reden durften. Natürlich habe ich mich auch gefreut, wie die Stars und Sternchen kamen, wo wir dann hier in der Lounge gesessen und halt über Film, Foto und so weiter gesprochen. So, ich hatte ja auch einige, die wirklich tatsächlich Ärzte sind, Mut zur Lücke, Dr. Dead und dann auch Leute, Menschen, die hinter der Kamera und vor der Kamera, vor allen Dingen vor der Kamera arbeiten, aber nicht so Stars und Sternchen sind oder die Stars und Sternchen waren, weil sie mal halt im Fernsehen aufgetreten, Tatort zum Beispiel, Till Schweiger. Wer von euch hat von Till Schweiger seine, der hat 4 Stück gemacht, ja? Er hat 4 Stück gemacht, die gibt es sogar als Mastercut. Ja? Sie liefen nie im Fernsehen, sie liefen im Kino. Ja? Tatort mit Till Schweiger als Kommissar. Ja? So, jetzt muss ich unterbrechen. Morgen! Morgen, komm. Morgen. So, bin unterbrochen worden. Darf ich vorstellen, da ist Maul. Diese Geschichte geht heute um Böse und um Gut. Gut endet bei sehr gut und dieser Herr hier, Symbol Böse, geht in die Unendlichkeit. Ich muss natürlich immer noch den Eingang im Auge behalten. Ich mache jetzt hier einen Videoclip im Shop. Ich begrüße euch, wie gesagt, total und recht herzlich, jeden Einzelnen, ob nur böse oder gut. Die Bösen sind leider, sie nehmen so einen Videoclip für sich, verändern ihn und verarschen dann denjenigen, der im Videoclip zu sehen ist. Meiner einer hatte das große Vergnügen, deswegen mache ich mal das Video. Ich werde mir nicht erdreisten, euch jetzt, egal wie ihr euch nennt, Anonymous, Kindergarten, Freiheitsboten, keine Ahnung, wie ihr euch alle nennt, oder Querulanten oder Querdenkende. Es ist mir vollkommen egal, wie ihr euch nennt. Problem ist, dass der Respekt, man müsste wieder Respekt bekommen und der müsste wirklich tatsächlich eingeklagt werden, der Respekt. Und nicht Corona oder irgendwelchen Blödsinn. Und seitdem wir Corona haben, ist das ein Angriff auf unsere gesellschaftliche Norm. Ich werde also nicht auf das Thema Corona jetzt rumreiten. Ich habe täglich damit zu tun und ich habe täglich mit der Obrigkeit zu tun. Und die Obrigkeit ist und bleibt die Obrigkeit, die sich verhält, wie sie sich verhält. Es ist schade, dass die Obrigkeit Richter, Pfänder, Anwälte, also dafür, dagegen, in dieser rechtlichen Abteilung. Es ist traurig, dass im Recht Unrecht geschieht, dass das Finanzamt sich benimmt wie im schwärzesten Mittelalter. Ja? Du musst 0 Euro bezahlen, dennoch musst du Strafe bezahlen, auch wenn du 0 Euro bezahlen musst. Fragst du höflich an, wieso muss ich für 0 Euro Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Kapitalsteuer für 0?
dennoch Strafe zahlen. Kriegst du keine Antwort, dann kommt einer vorbei und will das Doppelte. Ist so. Also wir leben in einer Zeit, wo man anfängt, ups, man kann noch nicht einmal eine Frage stellen, wird man schon bestraft. Dann hat man Jugendliche, Heranwachsende, die solche Videos verfälschen, auseinandernehmen oder einfach unten dummes Zeug drunter schreiben. Sie sind wirklich tatsächlich der Meinung, viel wissender zu sein wie derjenige welche, der vor der Kamera steht und spricht. Ich finde das hochgradig interessant. Wir haben nun mal neuartige Technik. Wir haben ja noch nicht. Okay. Ich muss mir wirklich überlegen, wann ich Videoclips mache. Ob ich wirklich tatsächlich hier im Shop Videoclips mache. Ich bin nun mal elektronisch verbunden. Ihr habt gerade wieder mitbekommen. Ich habe deswegen aber auch geschmunzt, weil hier eine Textur erschienen ist, die ich jetzt gleich beantworten werde. Warum mache ich überhaupt solche Videoclips? Wenn ihr diese Videoclips ja sowieso nicht verstehen wollt. Ihr wollt solche Videoclips, ihr wollt diese Menschen zerreißen, ihr möchtet diese Videoclips zerscheißen auf Deutsch, also zerreißen, zerfetzen, für euch nutzen. Die Frage lautet doch jetzt, wer ist denn jetzt hier wirklich tatsächlich so eine Art Darth Maul? Ihr seid doch so eine Art Darth Maul. Hm? Denkt dran, er wurde vernichtet, okay. Disney hat ihn wieder auferstehen lassen. Ich finde es ja hochgradig interessant, weil, wie gesagt, Disney sowas hier nicht sterben lässt. Ja? So, wann er wieder aufersteht, weiß ich nicht. Er war ja sogar beinahe im zweiten Teil. Und der zweite Teil ist ja, wie gesagt, nicht veröffentlicht worden. Und ich rede zwar jetzt von Star Wars, meine aber jetzt Han Solo. Ne? Han Solo als Clip kam er ja zum Schluss, auch mit seinen elektronischen Beinen war er da zu sehen als Hologramm. Und zweiter Teil gedreht, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. So, wisst ihr, ich habe also heute, also jetzt in diesem Videoclip, habe ich gar keinen Bock mehr. Das ist mein No-Bock-Videoclip. Ich habe jetzt einigen Menschen hier helfen müssen. Deswegen habe ich auch immer unterbrochen. Und ja, es waren wieder Menschen, die eine Behinderung haben. Und auch Menschen mit Behinderung werden ja nun mal angegriffen von ganz oben. Und die haben es ja noch schwerer. Menschen mit Behinderung, ob nun gehörlos, blind oder halt arm an Geist, egal aus welchem Grund auch immer, werden halt angegriffen vom Finanzwesen, vom Steuerwesen, von der sogenannten Obrigkeit. Die meisten von uns werden angegriffen, wie gesagt, aus der Steuerbarkeit, aus der Finanzbarkeit. Ja? Sonst hat ein Mensch, jeder Mensch hat ein Einkommen, Auskommen und ein Weiterkommen, sofern diese zwei Herrschaften, also diese Organe oder die Politiker selbst, uns nicht einen Strick drehen. Wo wir hingehängt werden, weggehängt werden zum Trocknen und dann auch vergessen werden. Ach, wisst ihr, ich hoffe inständig, dass ich irgendwann mal wieder super tolle Videoclips machen darf. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder wie damals, wo alles angefangen hat, Manta, Manta und Manta, wieder, na, aber jetzt kommt Kundschaft, ich muss wieder aufhören. So, das ist jetzt ein YouTube und da gibt es noch ein TikTok zu, und zwar Jugendliche klauen unsere Videoclips, Jugendliche klauen unser Konterfei und machen Sachen daraus. Sie finden es toll, andere Menschen zu denunzieren und zu blassieren und auf einen Weg zu bringen, der gar nicht stimmt. Aber ist nicht schlimm. Ich nehme es hin, weil jede Person, die in der Öffentlichkeit ist, ob Til Schweiger, Frank Zander oder andere, Nena zum Beispiel, Nina auch, egal. Also Persönlichkeiten, die sich vor die Kamera
und dadurch in der Öffentlichkeit zugänglich, müssen damit rechnen, dass das entfremdet wird und dass Jugendliche es toll finden, so etwas zu machen. Ist so, müssen wir durch, ist okay. So, ich habe also durch Facebook erfahren jetzt, dass ich in meiner Zeit, diese 40 Jahre vor der Kamera, dass ich halt auch benutzt wurde für wie gesagt, die Jugendlichen, die da diesbezüglich mit mir Unfug betreiben, also mit meinem Avatar Unfug betreiben. Solange ich noch keine Autogramme geben muss, ist das in Ordnung. Ihr seht ja selbst, ich nehme es mit Humor. Weil einfach ist es nicht. Das Leben ist nicht einfach. Und wir leben jetzt in einer elektronischen Zeit, wo wir angegriffen. So, ich habe gerade noch mal nachgelesen, dass wir ja demnächst nur noch mit 1G, 2G irgendwo rein dürfen. Hi, morgen. Einfach ran wie immer. So, ich mache wieder solche Videoclips, dass ihr diese Videoclips seht. Puh, an sich habe ich gar keinen. Ich habe gerade noch mit dem Kunde gesprochen, deswegen mache ich so ein YouTube an sich. YouTube lohnt sich gar nicht, weil TikTok macht mehr Spaß. Ja, Facebook macht auch keinen Spaß, da ist ja auch. So, ich habe durch Facebook natürlich jetzt schmunzeln müssen. Durch Facebook weiß ich ja, dass solche Videos gestohlen werden, dass ich als Konterfei bestohlen werde und von Jugendlichen manipuliert, umgearbeitet und in den Kakao gezogen werde. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir das angesehen, was Herr Till Schweiger da von sich gegeben und diverse andere auch. Ich habe auch gerade noch mit dem Künstler gesprochen. Der hat gerade seinen Tourbus verkauft und macht also keine Touren im Moment. Ob er jemals wieder Touren machen wird, weiß ich nicht. Er hat natürlich noch ein Hobby mit Mittelalter, da wollte der da was machen. So, die anderen Stars und Sternchen kriege ich so zwischenzeitlich mit. Ich trenne mich natürlich jetzt erstmal und werde versuchen, mal mit echten Stars, ich kriege ja hier immer so ein Schreiben von echten Stars, natürlich müsste ich die dann bezahlen, aber ich hätte dann Kontakt mit denen und ich hätte auch Spaß mit denen. Ich könnte jetzt für über 800 Euro einen von ihnen mir aussuchen, der dann für meinen Shop hier Werbung machen würde. Und ja, werden halt 800 Euro. So, die 800 Euro kann ich ja dann wieder gegen die Steuer arbeiten, weil das ist ja Ausgaben. Aber bringt das was? Bringt das was, wenn Till Schweiger jetzt über meine Medienfirma hier philosophieren würde oder diverse andere unter uns? Würde das wirklich tatsächlich was bringen? Glaub kaum. Ja? So. Und ich hätte zwar meinen Spaß, das muss ich sagen, also bei den Dreharbeiten hätte ich sicherlich meinen Spaß, wenn jetzt irgendeiner, ob nun Frank Zander, Till Schweiger oder Dieter Hallervorden oder andere da aus Bochum, sind ja nicht weit, Armin Laschet zum Beispiel, wenn der dann Werbung machen will als Politiker, wenn er versteht, was ich meine, natürlich müssen sie ihn bezahlen, der ist nicht billig. Na? So, kennen wir wohlwollend und hat man ja schon mal. Also ich hatte schon mal eine politische Dame, die Rosen überreichte und dann über die philosophierte und es dann eingebunden hat. Wir durften es dann auch einbinden. Bringt solche Werbung etwas? Das frage ich mich gerade. Natürlich hätte ich jetzt wirklich Lust, irgendeinen. Hauptsache ich habe Spaß, versteht ihr? Ich möchte in meinem Leben nochmal so richtig Spaß haben. Und während ich jetzt diesen Videoclip, während ich diese Art von Philosophie hier raushaue, natürlich zu eurem Wohlwollen, ihr könnt euch wieder echauffieren über mich, ihr könnt wieder herziehen über mich, ihr könnt euch wieder ablästern über mich. Und auf die Art habe ich aber auch Spaß. Versteht ihr? Ich habe Spaß, dass ihr euch die Mühe gebt, meine Videos zu zerfetzen, mich zu beleidigen, zu... Was weiß ich, wie man das in eurer Sprache dann nennt. Ja. Denunzieren, ja, das sind die harten Sätze. Nein, nein, verkaspern. Ja, also ihr nehmt meine Videos, nehmt mich als Konterfei und verarscht mich, auf Deutsch gesagt, ist doch okay. Ist doch okay. Aber ich überlege gerade, ob ich mir nicht wirklich mal irgendwelche Gelder, Opfer, das ist ein Opfer, ein Anrufe, komm vorbei, irgendein,
der dann für mich hier Werbung macht. Ja? Als Erinnerung. Habe ich auch gerade. Denn ewig lebe ich ja nicht. Ewig lebe ich nicht. Aber die Erinnerung vielleicht. Die Erinnerung an meiner Art, wie ich war, wie ich unter euch war, wie ich für euch da war, was ich für euch alles so gemacht habe. Ja? Ja. Warum soll ich nicht Geld ausgeben für irgendeinen? Armin Rohde vielleicht. Aber der ist ja natürlich dann wieder zu teuer. Ja? Ja. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, wen ich engagieren könnte für mein Geschäft, in meinen Studios, vor meinen Kameras agieren und dann dieses Geschäft, dieses Medienhaus hier in Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen. Also wirklich. Ja? Da denke ich gerade drüber nach. Oder ob ich vielleicht mal so einen TikTok-Stammtisch in Szene setze, wo Leute, TikToker, sich treffen können, um sich auszutauschen. Ja? Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, ich habe ja eure TikTok-Videos gesehen. Okay, das seid, muss eben gucken, warum fährt denn heute hier der Bus? Ja. Okay, das ist ein Bus, ja, aber der hatte gerade www, wohl, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Impfbus, ja, der Impfbus fuhr gerade hier, ja. Ja, der hält wohl jetzt hier gleich an und dann kannst du da rein, dann kannst du dich impfen lassen. Ja, ist klar. Okay, es ist hochgradig interessant, was hier so alles hat. Also gestern hatte ich eine Kundin da, die kam in der Videokamera total versifft, wirklich total versifft, am Kleben und bah. Und war da, ja, ich war in Kuba und würde gern diesen Film, der da drin ist, digitalisiert haben und so. Ich habe die Tüte geöffnet und alles, wie gesagt, die Kamera total versifft, die war am Kleben, also war unten. So, und jetzt kam der Knaller, das Kabel, Grüße, ich komme.